Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Rhein-Neckar-Löwen-Heimspiel gegen den VfL Gummersbach vom Ostersonntag. Halbzeitstand Löwen gegen Gummersbach 18:24, der Endstand 37:42, das Ganze vor 11.534 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena. Wir starten mit dem Statement des Gästetrainers. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Goggi. Gudjon Vallo Sigurdsson, bitte. Vielen Dank, guten Tag, frohe Ostern. Sebastian, danke fürs Spiel. Erstmal muss ich es loswerden. Es war natürlich extrem schön für mich wieder, endlich mal in der SAP Arena zu sein. Freue mich immer wieder hier zu sein. Ja, ich war eigentlich fast sprachlos jetzt nach diesem Spiel, was wir geleistet haben in der ersten Halbzeit, vor allem wie effektiv wir in der Abwehr waren, nee, Angriff waren, ist 24 Tore in einer Halbzeit zu schießen, ist schwer, aber gegen so eine Mannschaft wie Rhein-Neckar Löwen fast unmöglich. Deswegen bin ich extrem stolz darauf, dass die Jungs, wie gut die Jungs das gemacht haben. Ja, fast über das ganze Spiel sind wir effektiv in die Angriff geblieben, haben gut attackiert, waren aber auch geduldig. Wenn wir sein mussten, kamen dann zwei, drei Anläufe von den Löwen, nachdem wir uns abgesetzt haben. Da haben wir trotzdem immer wieder Tore machen können, was mich gefreut hat. Am Ende, als es drohte, wieder eng zu werden, hat Thibaut dann sehr wichtige Paraden gemacht. Er hat auch eigentlich über das ganze Spiel gut gehalten. Auch wenn wir 37 Tore kassiert haben, aber ich kann die ganze Mannschaft eigentlich nur loben, aber ich würde gerne einen vorheben, den Paul Ohl, der Rückraummitte aus unserer U23, spielt links außen bei uns wegen die rote Karte für Thielen Kotrin, und was er jetzt gemacht hat, habe ich die Mannschaft auch gesagt, ist alles andere als selbstverständlich nach dem ersten Verworfenen, aber sehr glücklich heute und super Tag, danke. Danke, Goggi. Dann kommen wir zum Statement von unserem Cheftrainer, von Sebastian Hinze, bitte. Ja, schönen guten Abend, Goggi, Glückwunsch. Verdienter Sieg, sehr verdient. Wir haben gerade in der ersten Halbzeit, kamen wir nicht in die Intensität rein, die man braucht, um ein gutes Heimspiel zu machen in der Handball-Bundesliga. Das müssen wir uns extrem vorwerfen heute. Bei aller Qualität, die Gummersbach hat, und natürlich sind sie sehr effektiv, aber wir haben es nicht geschafft, die Zweikämpfe mit einer vernünftigen Härte zu führen, Kreisläufer zu blockieren, eine gute Kommunikation zu haben, und haben so dann wirklich in der Abwehr keine Effektivität, keine Räume, die wir bestimmen, sondern im Endeffekt bestimmt Gummersbach die ganze erste Halbzeit diese Räume. In der zweiten Halbzeit finde ich völlig anderes Spiel auch von uns, haben diese Intensität, haben diese Zweikämpfe, natürlich ein bisschen mit dem Rücken zur Wand und sicherlich auch ein bisschen lauter in der Halbzeit geworden, aber das brauchen wir einfach 60 Minuten, um ein Handball-Bundesligaspiel zu gewinnen. Also das müssen wir ganz, ganz dringend bei allem, was wir besprechen, und nochmal, die Jungs trainieren gut, die wollen das, und ich verzeihe, dass wir schlecht ins Spiel kommen, dass wir, vielleicht im Moment ein bisschen Unsicherheit mit dem Ball haben, weil wir uns viel vornehmen. Aber diese Intensität in den Zweikämpfen, in der Abwehr, wo es um Kämpfen geht, wo es um Bereitschaft geht, da müssen wir so dastehen wie in der zweiten Halbzeit. Und dann ist das in den letzten 10 Minuten eine Folge von der Hypothek in der ersten Halbzeit, dass das ähnlich aussieht wie in der zweiten Halbzeit, dass wir da auch wieder ein paar freie Bälle wegwerfen oder ein, zwei technische Fehler machen. Aber wir sind da in der zweiten Halbzeit. Ja, von der Stimmung auf einmal ist die Halle da. Das ist das, was wir brauchen, um erfolgreich Handball zu spielen. Diese Intensität in Zweikämpfen, in der Bereitschaft, sich auszuhelfen, Zweikämpfe zu führen. Und das ist Handball-Bundesliga und das ist die Idee, die wir brauchen. Nach vorne, Tempospiel, alles in Ordnung. Wir kreieren gute Chancen, machen 37 Tore, haben noch 12 oder 13 Bälle, die wir von 6 Meter vergeben. Alles in Ordnung. Aber das, was wir in der ersten Halbzeit defensiv angeboten haben, ja, und da nehme ich mich mit ein, weil wir es nicht geschafft haben, diese Leidenschaft, diese Intensität, die wir in der zweiten Halbzeit in den ersten 20 Minuten in Positionsabwehr gestellt haben, die haben wir nicht geschafft von Beginn an im Spiel. Und wir haben uns das alle vorgenommen, hundertprozentig. Aber das ist auch die Wahrheit, es sah nicht so aus. Danke, Sebastian. Dann wären wir bei Ihren Fragen, wenn Sie welche hätten. Gerne. Was hast du denn deiner Mannschaft gesagt, als du die erste Auszeit
dass wir uns überrollen wollen. Ja, ja, es klingt immer so einfach, wenn du die Fragen stellst, aber wir sind uns sehr bewusst um die Qualität des Gegners und was auf der anderen Seite steht. Und wie Sebastian gerade gesagt hat, als die Intensität zugenommen hat in die Abwehr, dann würden die Räume kleiner, wir sind nicht zu freien Würfe gekommen, müssten Risikopässe an Kreis spielen, die dann verloren gegangen sind. Und dann ist einfach, ob ein Lagergren, Knorr, Grötzky, Gensheimer, die sind ja alles Raketen, die nach vorne laufen. Und da sieht man, dass die innerhalb zwei, drei Minuten vier Tore schießen. Aber wir haben uns einfach da wieder gefangen. Wir haben ein bisschen versucht, länger zu spielen. Dann auch habe ich denen gesagt, dass es nicht keine Schande ist, einen Freiwurf zu nehmen und dass das Spiel vielleicht, die Angriffe ein bisschen länger dauert. Aber es ist einfach, hat mit der Qualität des Gegners zu tun, dass wir nicht immer erfolgreich sind. Ich habe wirklich keine Sekunde ans Kiel heute gedacht. Ja. Aber trotzdem noch eine Nachfrage, aber trotzdem ist das ja schon toll. Wie heißt jetzt, dass die Spieler so cool bleiben, auch am Ende? Das fand ich wirklich erstaunlich. Ja, die haben sich von der ersten Sekunde haben die Selbstsicherheit holen können, weil wir eben am Anfang erfolgreich waren. Und das ist eben, war, glaube ich, auch der Schlüssel zum Sieg. Dann, glaube ich, sind wir durch. Vielen, vielen Dank. Kommt gut nach Hause. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.